Herzlich willkommen zum ersten Online-Konzert der Stadtkapelle Metzingen 1887 e.V. Die Stadtkapelle, bestehend aus knapp 80 Musikern im Stammorchester und etwa 30 bis 40 Jugendliche in der Ausbildung und in der Jugendgruppe, freut sich, dass Sie heute uns beiwohnen und unsere Musik genießen wollen. Die Musik spiegelt unser Programm wider. Wir versuchen von traditioneller Blasmusik über moderne Blasmusik bis zur Konzertantenblasmusik alles abzudecken, was der Musikbereich hergibt. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören und hoffentlich bald wieder in Präsenz. Stelle zu Ihnen sprechen zu können und ich freue mich, über unsere Stadtkapelle in Metzingen sprechen zu dürfen, weil sie ist nicht nur Aushängeschild in unserer Stadt, sondern für den gesamten Landkreis Reutlingen eine Stadtkapelle, die hervorragende Arbeit leistet, nicht nur was die Konzerte anbelangt, von symphonischen Blasmusikkonzerten bis hin zur Stimmungs- und Partymusik bei unseren 7 Kelternfesten,
sondern sie ist auch eng vernetzt mit den Musiktreibenden in unserer Stadt, sei es mit dem Kammerorchester, sei es mit der Musikschule oder eben auch mit unseren Schulen. Die Stadtkapelle leistet also unglaublich wertvolle Kulturarbeit in unserer Stadt seit 1992 unter der Leitung von Bruno Seitz, der natürlich selbst größten Anteil an diesen Erfolgen hat. Und ich freue mich sehr, dass wir so eine tolle Einrichtung in unserer Stadt haben, tolle Menschen, die viel beitragen in unsere Stadtgesellschaft, und dafür sind wir sehr dankbar und wir sind auch richtig stolz drauf. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Musikerinnen und Musiker, liebe Freunde der Stadtkapelle Metzingen. Normalerweise hätten wir unser Frühjahrskonzert wie immer in der Stadthalle gespielt. Doch aufgrund der Pandemie ist dies bereits zum zweiten Mal nicht möglich. Damit wir Sie und uns unterhalten können, haben wir uns zu einer Corona-konformen Aufnahme entschlossen. Herr Christoph, erzähl doch mal, wie habt ihr die Aufnahme eigentlich gemacht? Ja, theoretisch ziemlich simpel. Alle Musizierende wurden einzeln mit Ton und Bild aufgenommen. Mit einem Klick auf den Ohren und Bruno vorne dran konnte auch echt nichts schief gehen. Aber es kostet schon ein bisschen Überwindung, so ganz alleine vom Dirigenten seine Stimme zu spielen. Deshalb großen Respekt und vielen herzlichen Dank an all diejenigen, die mitgemacht haben. Wie gesagt, theoretisch ziemlich simpel, praktisch war der Aufwand doch ein bisschen höher. Und zwar haben wir knapp 50 Stunden gebraucht, bis überhaupt alle einzelnen Musizierende aufgenommen waren. Und dann ging es ja erst richtig los, denn die einzelnen Videos mussten dann einmal im Bild und auch parallel im Ton noch bearbeitet und zusammengefügt werden. Ja, vielen herzlichen Dank an Bruno für die musikalische Umsetzung. Danke auch an dich, lieber Christoph, für die großartige Idee und deinen stundenlangen Einsatz. Sehr, sehr gerne. Hat auch riesen Spaß gemacht. Den Dank gebe ich gleich weiter an Emily Scharping. Sie war für den Videoschnitt zuständig. Und dann, der Ton macht die Musik. Vielen Dank an Roland Rastinski für die Tonbearbeitung. Ja, und für die Stückauswahl danken wir unserem Programmausschuss. Und ohne unsere neue Notenwärterin Efi wären wir ganz schön aufgeschmissen gewesen. Sie hat alle Musizierenden mit Noten versorgt. Ganz herzlichen Dank. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie uns unterstützen möchten, freuen wir uns über eine Spende auf unser Konto, das Sie eingeblendet sehen. Wir bedanken uns schon jetzt ganz herzlich dafür. Unser nächstes und auch schon letztes Stück wird eine Melodieauswahl aus dem Film Der Hobbit sein. Wir wünschen Ihnen dazu viel Vergnügen. Bleiben Sie gesund und zu Hause. Wenn Sie dazu noch etwas zum Lachen brauchen,
empfehle ich Ihnen unser Video vom Grand Filou aus unserem Frühjahrskonzert von 2017. Und nun viel Vergnügen mit The Hobbit. Aber dazu haben wir uns doch erst noch ein Bier, Christoph, oder? Super Idee!